Punkt 24 und kommen zu Punkt 25. Entwurf eines Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetzes. Hierzu liegen Wortmeldungen vor. Zunächst der Minister Laumann aus Nordrhein-Westfalen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch unser Gesundheitswesen ist derzeit in einem Maße belastet, wie wir es vorher uns kaum vorstellen konnten. Gott sei Dank stehen wir derzeit noch besser da als viele unserer Nachbarländer. Aber ohne Zweifel sind wir in einigen Punkten angelangt, an denen Solidarität erforderlich ist, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden. Diese Solidarität wird jetzt mit dem vorliegenden Gesetzentwurf auch innerhalb unseres Solidarsystems der gesetzlichen Krankenkassen gefordert. Und dies in einer Art und Weise, wie sie ohne die großen Herausforderungen durch die Pandemie, insbesondere mit einem derart massiven Rückgriff auf die Finanzreserven der Kassen, wohl kaum denkbar gewesen wären. Wir stehen vor der Herausforderung im kommenden Jahr, eine Finanzlücke von rund 16,6 Milliarden Euro zu schließen. Diese entsteht durch gesetzliche Leistungsausweitungen und Vergütungsanhebungen einerseits und wegbrechende Beitragseinnahmen andererseits. Und damit werden die GKV-Finanzen quasi von zwei Seiten belastet. Auch die Corona-Pandemie selbst führt zu zusätzlichen Ausgaben, die aber auch nach Einschätzungen der Krankenkassen für die Finanzlücke nicht entscheidend sind. Wir stehen also vor der Frage, wie kann man die Finanzlücke schließen, ohne die Kassenmitglieder zu überfordern oder in dieser Situation Leistungen zu kürzen. Rücksicht muss man dabei auch auf die Finanzlage des Bundes und die Auswirkungen auf Kaufkraft und Wirtschaft nehmen. Also es handelt sich in dieser Frage wirklich zurzeit um eine Quadratur des Kreises. Schnell neigt man natürlich dazu, stärker als vorgesehen auf den Bundeshaushalt zuzugreifen. Das wäre insgesamt der am wenigsten schmerzlichste Weg. Und ich würde mich auch freuen, wenn das ein realistischer Lösungsweg wäre. Ich kann da ja auch die in Bundesratsanträgen enthaltenen Forderungen in diese Richtung durchaus nachvollziehen. Aber der Bundeshaushalt wird bereits jetzt durch eine Vielzahl von Corona-Hilfen derart belastet und verschuldet, dass ich sehr skeptisch bin, dass sich dieser Wunsch erfüllen lässt. Wenn man realistisch bleibt, muss man also auch über andere Wege nachdenken. Bleibt es bei den 5 Milliarden Euro, würde die Zusatzbeiträge für die gesetzlichen Krankenkassenmitglieder zwangsläufig deutlich steigen. Dadurch würde sich die Spreizung der Zusatzbeiträge angesichts der unterschiedlichen Finanzlage der Krankenkassen weiter vergrößern. Das wäre schon zu normalen Zeiten problematisch. In der Corona-Krise ist es nach meiner Auffassung katastrophal. Insgesamt sehe ich derzeit also keine wirkliche Alternative zu den vorgesehenen Regelungen, um sowohl eine noch höhere Neuverschuldung des Bundes als auch eine drastische Erhöhung der Zusatzbeiträge oder Leistungskürzungen zu vermeiden. Daher haben wir gegen die Gegenanträge gestimmt, die an den Umsetzungen der Sozialgarantie 2021 grundsätzlich rüttelten, auch wenn wir eine weitere Erhöhung des Bundeszuschusses, ich betone das noch einmal, gerne gesehen hätten. Dabei haben wir auch berücksichtigt, dass der Bund bereits hinsichtlich der Corona-Kosten, die keine Grundlage im GKV-Leistungskatalog finden und teilweise nicht nur für Versicherte der GKV bezahlt wurden, bereits 2020 3,5 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt zugeschossen hat und auch 2021 erneut 5 Milliarden Euro eingezahlt werden. Um nicht missverstanden zu werden, ich kann die Kritik und die Verehrung vieler Krankenkassen am vorgesehenen Griff auf ihre Finanzreserven durchaus nachvollziehen. Gerade Kassen, die eine vorausschauende Finanzplanung betrieben haben
um den Zusatzbeitrag möglichst langfristig konstant zu halten und ihren Mitgliedern Verlässlichkeit zu bieten, sehen sich durch den Zugriff auf ihre kluge Finanzpolitik bestraft. Ich sehe es aber auch kritisch, dass die Finanzhoheit der Krankenkassen eingegriffen wird und damit auch die Krankenkassenwettbewerb insgesamt. Allerdings sehe ich derzeit keine realistische und zufriedenstellende Alternative dazu. Wenn man, wovon ich ausgehe, an der Abschöpfung von Finanzreserven festhält, im Übrigen passiert das ja zurzeit in der Arbeitslosenversicherung und in der Rentenversicherung genauso, halte ich es allerdings eine Sonderregelung für ungeöffnete und kleinere Betriebskrankenkassen für dringend geboten. Insbesondere kleinere, regionale wie traditionell nicht geöffnete Betriebskrankenkassen benötigen für eine seriöse Haushaltsplanung einen entsprechenden finanziellen Spielraum und Ausgabenentwicklung, um reagieren zu können. Bei kleinen Krankenkassen kann das bereits ein einziger Leistungsfall in ihrem Bestand gefährden. Sie brauchen daher ein ausreichendes Polster, um für eine erwartete Ausgabensteigerung durch teure Leistungsfälle gewappnet zu sein. Der Gesetzgeber hat bereits heute ausdrücklich die Sonderrolle kleiner Krankenkassen gesehen und darauf mit der Möglichkeit eines höheren Finanzpolsters reagiert. Wir haben daher in einem Plenarantrag eine entsprechende Sonderregelung zum Schutz kleiner Krankenkassen mit weiteren Gesetzgebungsverfahren gefordert und ich bitte Sie um Unterstützung dieses Antrages. Anmerken möchte ich außerdem, dass Nordrhein-Westfalen nicht alle vorgesehenen Instrumente zur Umsetzung der Maßnahmen zur Umsetzung der Sozialgarantie 21 in der GKV unterstützen kann. Gerade die Regelung zur Finanzobergrenze und zum Verbot der Anhebung des Zusatzbeitrages, die massiv und unverhältnismäßig die Beitrags- und Finanzautonomie der Krankenkassen und deren Selbstverwaltung einschränken, erscheint in ihrer Wirkung problematisch. Nicht von ungefähr hat der Bundesrat die Absenkung der Finanzobergrenze schon in der Vergangenheit mehrfach kritisiert. Auch das noch einmal verschärfte Anhebungsverbot für die Zusatzbeiträge wird in der vorgesehenen Form als weitgehender Eingriff in die Beitrags- und Finanzautonomie der Krankenkassen und ihrer Selbstverwaltung angesehen und daher abgelehnt. Daher werden wir Anträge zur Stärkung der Autonomie der Kassen auch im Plenum unterstützen. Ich begrüße ausdrücklich den Einstieg in die Umsetzung des Personalbemessungsverfahrens in den vollstationären Pflege. Ich kann die Kritik der Gesundheits- und Pflegezähne an der Personalsituation gut verstehen. Es geht nicht nur um die Schaffung von Bettenkapazitäten, sondern um ausreichendes Personal, das in der Lage ist, die Pflege tatsächlich sicherzustellen. Ohne Personal in unseren stationären Pflegeeinrichtungen helfen freie Versorgungsplätze nichts. Da ist auch eine angemessene Personalausstattung für die Arbeit in den Pflegeeinrichtungen existenziell. Auch ein reines Mehr an Personal, vorausgesetzt wir hätten genug Menschen, die zur Verfügung stünden, reicht alleine noch nicht aus. Flankierend müssen in den Einrichtungen die vorhandenen Kompetenzen richtig genutzt werden, damit sich das Mehr auch in besserer Qualität und einer höheren Attraktivität des Pflegeberufes niederschlägt. Das wird Aufgabe der weiteren Umsetzungsschritte sein, die ja aktuell bereits parallel diskutiert werden. Dabei sollten wir nicht den Fehler begehen, den Blick nur auf den Assistenzbereich zu legen und damit weg von dem Beruf an kompetenten und hochschulisch qualifizierten Fachkräften in der Lage sind, die Prozesse in den Einrichtungen verantwortlich zu steuern. Die Fachkräftesicherung ist nach wie vor eine wesentliche gemeinsame Aufgabe. Ich begrüße die auch von Nordrhein-Westfalen angeregte Entbürokratisierung des Verfahrens durch umfangreiche Neuformulierungen sowie die Verschiebung zentraler Vorschriften von allgemeinen Teil des SGB XI im 8. Kapitel Vergütungsrecht. Kritisch zu sehen ist allerdings die nicht begründete Einengung der zusätzlichen Stellen für Pflegehilfskräfte, das über eine abgeschlossene Ausbildung verfügt, die von den Arbeits- und Sozialministerkonferenzen und von der Gesundheitsministerkonferenz beschlossenen Eckpunkte entspricht. Die bereits davor absolvierten staatlich anerkannten Ausbildungen in der Alten- und Krankenpflegehilfe dürfen nicht dequalifiziert werden. Das können wir uns nicht leisten. Dies würde zur Benachteiligung einer ganzen Berufsgruppe führen.
Diese Engstellung würde auch den zukünftigen Bedarf an qualifizierten Pflegehilfskräften entgegenstehen und dem vorliegenden Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege entgegenstehen. Entgegen dem nicht gedeckten Bedarf an Pflegepersonen steht regional unterschiedlich durchaus staatlich anerkannte Pflegehilfskräfte den Arbeitsmarkt zur Verfügung. Daher möchte ich an dieser Stelle für unseren Antrag werben, eben regionale Anerkennungsverfahren auch in der Zukunft anzuerkennen. Abschließend möchte ich noch einen Punkt ansprechen. Angesichts der abzeichnenden fortbestehenden epidemischen Lage bitte ich rechtzeitig die Verlängerung der Schutzmaßnahmen über den 31.12.2020 im Auge zu behalten, insbesondere die Regelungen des Paragraphen 150 Sozialgesetzbuch 11. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Minister Laumann. Als nächster spricht Frau Staatsministerin Betzing-Lichtentäler aus Rheinland-Pfalz. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Gesetzentwurf der Bundesregierung sollen eine ganze Reihe von verschiedenen Maßnahmen ergriffen werden, die die Gesundheitsversorgung sowie die Pflege verbessern sollen. Ich freue mich besonders, dass mit dem Hebammenförderprogramm ein wichtiges Anliegen aufgegriffen wird, das Rheinland-Pfalz bereits im letzten Herbst in Form eines Entschließungsantrages in den Bundesrat eingebracht hat. Der Bundesrat mit breiter Mehrheit diese Entschließung gefasst hat und den Bundesgesetzgeber aufgefordert hat, die Arbeitsbedingungen und die Personalausstattung in der Geburtshilfe zu verbessern und unter anderem eine Refinanzierung zusätzlicher Hebammenstellen im Kreißsaal zu ermöglichen. Leider bleibt die Bundesregierung mit dem vorliegenden Gesetzesvorschlag auf halbem Wege stehen. Eine Förderung von 0,5 Stellen je 500 Geburten ist deutlich zu gering, um die Betreuungsrelation von Hebammen zu Gebärenden im notwendigen Umfang zu verbessern. Ziel muss im Regelfall eine 1:1-Betreuung sein. Erst dann können die Arbeitsbedingungen so attraktiv gestaltet werden, dass mehr Hebammen bereit sind, klinisch tätig zu werden. An dieser Stelle muss dringend nachgebessert werden. Zudem sieht der Gesetzentwurf vor, die Kinder- und Jugendmedizin in die pauschale Förderung für ländliche Krankenhäuser einzubeziehen. Seit Jahren ist bekannt, dass die Kinder- und Jugendmedizin unterfinanziert ist. Die hohen Vorhaltekosten werden im geltenden DRG-System nicht sachgerecht abgebildet. Diese Unterfinanzierung führt insbesondere in strukturschwächeren Regionen zu einer Ausdünnung des Versorgungsangebotes. Durch die nun vorgesehene pauschale Förderung bedarfsnotwendiger Krankenhäuser im ländlichen Raum, auch für den Bereich der Kinder- und Jugendmedizin, wird bundesweit eine flächendeckende Versorgung ermöglicht. Das ist aus rheinland-pfälzischer Sicht als notwendiger Zwischenschritt vor einer grundlegenden Reform des DRG-Systems, die auch dringend erfolgen muss, absolut sinnvoll und längst überfällig. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Gesetzentwurf sieht auch die Finanzierung von bis zu 20.000 Stellen für Pflegehilfskräfte in der Langzeitpflege vor. Beabsichtigt ist damit ein erster Einstieg in eine wissenschaftlich fundierte Personalbemessung in der Langzeitpflege. Ziel eines solchen Personalbemessungsverfahrens ist eine bessere Versorgung der pflegebedürftigen Menschen. Es geht aber auch darum, die Arbeitsbedingungen in der Langzeitpflege zu verbessern. Als Länder legen wir besonderen Wert darauf, dass die Bundesregierung das weitere Vorgehen und die weiteren Umsetzungsschritte mit uns eng abstimmt, sowie zusammen mit den Partnerinnen und Partnern der konzertierten Aktion Pflege über die ASMK. Dieses Anliegen haben wir in einem Antrag zum Ausdruck gebracht. Bitte lassen Sie mich im Zusammenhang mit der Langzeitpflege noch auf das Folgende hinweisen. Der Rettungsschirm in der Langzeitpflege war und ist eine ganz wesentliche Vorbedingung für die Bewältigung der Corona-Pandemie. Ich glaube, angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens kann kein Zweifel bestehen, dass eine erneute Verlängerung über den 31.12.2020 hinaus dringend notwendig ist.
Für den Schutz der besonders pflegebedürftigen Menschen, die zu den besonders vulnerablen Gruppen gehören, sind die Einrichtungen, Dienste und Angebote auf diesen Rettungsschirm angewiesen. Ich möchte deshalb an die Bundesregierung appellieren, eine Verlängerung sehr zügig auf den Weg zu bringen. Gerne gehe ich auch noch auf den sogenannten präventiven Hausbesuch ein. Präventive Hausbesuche haben das Ziel, die auch im höheren Alter noch bestehenden erheblichen Potenziale der Gesundheitsförderung und Prävention zu erschließen. Es gibt mittlerweile in verschiedenen Bundesländern Projekte, die zum Teil sehr erfolgreich sind. Beispielsweise in Rheinland-Pfalz gibt es mit der Gemeindeschwester Plus ein solches Projekt, das auf gute Evaluationsergebnisse verweisen kann. Und die Tatsache, dass die Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene die Förderung des präventiven Hausbesuchs aus Mitteln des Präventionsgesetzes beinhaltet, ist ein weiterer Hinweis, dass dieser Ansatz unterstützenswert ist. Mittel aus dem Präventionsgesetz können bereits heute genutzt werden, aber diese Finanzierung ist zeitlich befristet. Wir benötigen hier umgehend eine Verstetigung, damit die nachhaltige Fortführung dieser guten Projekte gesichert werden kann. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass sehr rasch eine dauerhafte Finanzierung über das Präventionsgesetz ermöglicht wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, abschließend möchte ich noch auf den kritischen Teil des Gesetzentwurfs eingehen. Die berechnete Finanzierungslücke in der gesetzlichen Krankenversicherung in Höhe von rund 16 Milliarden Euro für das Jahr 2021 soll durch einen ergänzenden Steuerzuschuss in Höhe von 5 Milliarden Euro für die gesetzliche Krankenversicherung gedeckt werden. Weitere 8 Milliarden Euro zur Deckung der Finanzierungslücke sollen neuerdings aus den Rücklagen der Krankenkassen entnommen werden. Dadurch, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden die Krankenkassen bestraft, die solide gewirtschaftet und vorausschauend geplant haben. Das lehnt Rheinland-Pfalz nachdrücklich ab. Die gesetzlichen Krankenkassen müssen mit einer Vielzahl von Kostensteigerungen durch diverse Gesetzgebungsverfahren rechnen. Ich denke dabei an die Reform des Krankenhausfallmanagements im Rahmen des MDK-Reformgesetzes. Ich denke an die geplanten Änderungen im morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich, an die Finanzierung von Corona-Tests durch den Gesundheitsfonds oder die Finanzierung ultrahochpreisiger innovativer Arzneimittel. Gleichzeitig ist durch den Corona-bedingten Einbruch der Gesamtwirtschaft mit weniger Beitragseinnahmen zu rechnen. Krankenkassen, deren Rücklagen nun abgeschöpft werden sollen, werden aufgrund der zu erwarteten Kostensteigerung in finanzielle Schieflage geraten. Davon bin ich absolut überzeugt. Rheinland-Pfalz lehnt deshalb das Abschöpfen von Rücklagen ab. Vielmehr sollte dem zu erwartenden Defizit mit einem höheren Bundeszuschuss entgegengewirkt werden. Dafür werden wir uns einsetzen und hoffen auf Korrektur im weiteren Gesetzgebungsverfahren. Herzlichen Dank. Danke, Frau Staatsministerin. Als Nächste spricht Frau Ministerin Dr. Reimann aus Niedersachsen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Entwurf des Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege sieht tatsächlich einige deutliche Verbesserungen vor. Ich will hier zunächst den Bereich der Pflege ansprechen. Die pflegerische Versorgung ist ja auch aktuell unter der Pandemiesituation noch mal mehr denn je gefordert. Und bereits mit der Schaffung von zusätzlichen Stellen für Fachkräfte wurde ein erster Schritt zur Verbesserung der Versorgungssituation umgesetzt, der nun ergänzt durch zusätzliche Stellen für Pflegehilfskräfte flankiert werden soll. Das haben ja die Kollegen auch schon erwähnt. Den Ansatz dazu, diese Verbesserung ohne eine finanzielle Mehrbelastung für die Bewohnerinnen und Bewohner zu ermöglichen, das begrüße ich sehr. Und mit der Einführung der neuen Personalbemessungsinstrumente wird ja ein höherer Personalbedarf in der Pflege einhergehen. Und durch den Gesetzentwurf wird ermöglicht, erste Anpassungen der Personalstärken in den Einrichtungen vorzunehmen und sich somit besser auf die zukünftige Situation einzustellen.
Und auch die Verbesserung der personellen Situation in den Pflegeeinrichtungen trägt ja dazu bei, die Kollegin Wetzing-Lichtenthaler hat es auch schon gesagt, das Berufsfeld Pflege attraktiver zu machen. Und das ist ja etwas, was wir sehr wünschen, denn wir brauchen auch zukünftig Nachwuchskräfte für diese wichtige Arbeit. Ich will auch zum präventiven Hausbesuch ein paar Worte sagen. Mit der Empfehlung des Gesundheitsausschusses wird die Bundesregierung aufgefordert, eine rechtliche Grundlage für eine wirkliche Verbesserung in diesem Feld zu schaffen. Und die Angaben kennen Sie alle, unsere Situation, unseren demografischen Aufbau. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wird die Zahl der 80-Jährigen und Älteren bis zum Jahr 2050 weiter steigen. Wir werden ja auch dazugehören. Und wenn sich diese Prognose bewahrheitet, wird dieser Personenkreis dann etwa 12% der Gesamtbevölkerung betragen. Und die meisten unserer Seniorinnen und Senioren haben den Wunsch, so lange wie möglich, so selbstbestimmt wie möglich, in ihrer eigenen vertrauten Häuslichkeit leben zu können. Alter und Krankheit lassen dann aber eine selbstorganisierte Lebensführung allzu oft nicht mehr oder nur noch begrenzt zu. Und dann kommt es zu ganz erheblichen Einschränkungen im täglichen Leben. Und das bedeutet natürlich nicht nur geringere Lebensqualität, das schlägt sich auch wirklich in einem schlechteren Gesundheitszustand und natürlich auch in erhöhter Sterblichkeit nieder. Und wie Sie wissen, haben wir in den Bundesländern ganz unterschiedliche, aber sehr erfolgreiche Initiativen, um diesen Personengruppen Präventionsangebote zu machen. In Niedersachsen werden wir am Ende des Jahres mit der zusätzlichen Unterstützung in Form von präventiv aufsuchenden Hausbesuchen im vorpflegerischen Bereich starten. In unserem Modellprojekt werden wir Menschen im Rahmen präventiver Hausbesuche aufsuchen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben und noch nicht pflegebedürftig sind. Der Ziel ist es, den präventiven Gedanken in der Pflegeversicherung zu stärken, um so eine allgemeine bessere Ausgangslage für eine weiter älter werdende Gesellschaft zu schaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein zentrales Vorhaben des Gesetzentwurfs schafft aber keine verbesserte Ausgangslage für die Zukunft und für die zukünftigen Herausforderungen, die wir vor uns haben. Ganz im Gegenteil, der Plan, die Finanzreserven der gesetzlichen Krankenkassen rigoros zur Finanzierung des Fehlbetrags im Gesundheitswesen heranzuziehen, schwächt die gesetzlichen Kassen in einer Situation, in der wir starke Kassen zur Bewältigung der Herausforderungen der Corona-Krise brauchen. Wir brauchen die organisatorische, aber auch die finanzielle Stärke der gesetzlichen Krankenversicherung in dieser Situation. Dabei hat die GKV aktuell, und das ist auch schon angeklungen, und auch im nächsten Jahr, bedingt durch die Pandemie, deutlich weniger Einnahmen zu erwarten. Zugleich sind die durch die Folgen der Pandemie, aber auch eben durch Leistungserweiterungen, die in den vergangenen Jahren beschlossen wurden, sind erhebliche Mehrausgaben für die Kassen und den Gesundheitsfonds entstanden. Das gilt vor allem für die ja noch immer steigende Zahl von Corona-Tests, PCR-Tests, wie auch jetzt neu Antigen-Tests. Zur Finanzierung dieses Defizits soll dem Gesetzentwurf nach der Bundeszuschuss um 5 Milliarden erhöht werden. Und diese Erhöhung reicht bei weitem nicht aus. Und deshalb sieht der Gesetzentwurf einen noch größeren Betrag zur Finanzierung des Fehlbetrags aus den Reserven der Krankenkassen vor, und zwar insgesamt in Höhe von 8 Milliarden. Konkret sollen alle Kassen mit Finanzreserven, die 0,4% ihrer jeweiligen Monatsausgabe übersteigen, 66,1% des übersteigenden Betrags an den Gesundheitsfonds abführen. Wir reden hier von Beträgen, die je nach Größe und Vermögen der Kassen etliche Millionen und sogar Hunderte von Millionen betragen. Die Stabilität und die Planbarkeit der Beitragssätze auf Kassenseite wird durch diese Vermögensabgabe deutlich verringert oder gar unmöglich gemacht. Und das ist noch freundlich gesagt. Erste Kassen berichten davon, dass ihnen bei der Umsetzung des Gesetzentwurfs schon im nächsten Jahr sogar die Insolvenz droht. Und das betrifft nicht nur Kassen, die knapp gerechnet haben. Nein, es wird auch Kassen und besonders die Kassen treffen, die solide gewirtschaftet haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das kann man keinem Versicherten erklären. Kleine Betriebskrankenkassen, das ist ja auch schon angeklungen, laufen nach einem solchen Aderlass Gefahr, schon bei einem kostenintensiven Versorgungsfall
in die Pleite zu rutschen. Die Vermögensabgabe stellt deshalb einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Finanzsouveränität der gesetzlichen Krankenkassen dar. Krankenkassen, die gut gewirtschaftet haben und sich an die bislang bestehenden Regelungen gehalten haben, werden so bestraft. Letztlich würden neben der Verzerrung des Wettbewerbs, der zwischen den Kassen auch noch besteht, auch völlig falsche Anreize für die Zukunft gesetzt. Die Botschaft nämlich ist, wirtschaftliches Handeln lohnt sich nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Form der Enteignung von Geldern der Kassen lehnt Niedersachsen ab. Deshalb bitte ich um Unterstützung der Anträge, die die Bundesregierung auffordern, im Hinblick auf die Regelung der GKV-Finanzierung diesen Gesetzentwurf wirklich deutlich zu überarbeiten und den GKV-Versicherten das Signal zu senden, dass sich der wirtschaftliche Einsatz ihrer versicherten Beiträge weiter lohnt. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Ministerin Dr. Reimann. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. Ich beginne mit den Ausschussempfehlungen und bitte in dem Zusammenhang um Ihr jeweiliges Handzeichen. Ich komme zu Ziffer 1. Das ist eine Mehrheit. Damit entfällt Ziffer 2. Ziffer 3. Das ist eine Mehrheit, damit entfallen Ziffer 4 und Ziffer 6. Ziffer 5 ist auch eine Mehrheit, damit entfällt Ziffer 7 und der Landesantrag. Ziffer 9, eine Mehrheit. Ziffer 11, eine Mehrheit. Nun Ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten Ziffern der Ausschussempfehlung. Das ist eine klare Mehrheit. Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung genommen.